Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Tischtennis-WM in Paris. Ich bin René Adler und es geht um die letzten Tickets fürs Achtelfinale im Herren-Einzel. Der Mann, der da gerade die Faust ballt, weil er mit 5:1 in Führung geht im zweiten Satz, das ist der Kroate Andrej Gacina, trifft auf den Weißrussen Wladimir Samsonov. Und Samsonov hat den ersten Satz mit 11:7 gewonnen, aber Gacina, der Kroate, den deutlich besseren Start jetzt in Satz Nummer 2 erwischt. Und die 6:3 Führung für den Kroaten, der in wenigen Tagen am 21. Mai 27 Jahre alt wird und damit mehr als 10 Jahre jünger ist als sein weißrussischer Gegner. Andrej Gacina spielt in Deutschland in der Bundesliga. Beim TTC Zugbrücke Grenzau ist da der Spitzenspieler am Club im Westerwald. Und pusht sich hier weiter hoch der Kroate. Sehr souverän durchs Turnier spaziert. Samsonov hatte gestern mehr Schwierigkeiten. 4:2 gegen den griechischen Abwehrer Jonis. 7:5. Und bevor Sie sich jetzt fragen, was ist mit Timo Boll, sollte der nicht um 21 Uhr spielen? Das ist zwar theoretisch korrekt, aber rein praktisch hat diese Runde mit Gacina und Samsonov unter anderem deutlich später begonnen. Und deshalb wird auch Boll erst etwas später an den Tisch gehen. Wir werden da aber nichts verpassen. Sie werden das live und auch bis zum Ende erleben. Das ist zumindest die Ansage aus der Programmplanung. Gacina hat noch nie bei einem internationalen Turnier gegen Samsonov gewonnen. Drei Vergleiche gab es bisher. Aber wer die beiden in den ersten Runden beobachtet hat, der hatte das Gefühl, dass da vielleicht heute was gehen kann für den Kroaten. Ganz, ganz positive, aggressive Körpersprache bei Andrej Gacina. Nach dem frühen Aus des Chinesen Malin gestern sind weitere große Überraschungen bislang heute ausgeblieben. Die Favoriten haben sich durchgesetzt. 4 Satzbälle für Gacina, und dass die Favoriten sich durchgesetzt haben, das heißt auch, zwei Deutsche sind schon in der Runde der besten 16. Vielleicht haben Sie vorhin live den Sieg von Dmitri Ovtcharov gegen Tang Peng aus Hongkong verfolgt. Dem ließ dann Patrick Baum noch einen Sieg folgen gegen Emmanuel Lebesson aus Frankreich. Beide letzte 16 und sie spielen da gegeneinander. Ein rein deutsches Achtelfinale also. 11:6, der zweite Satz für Andrej Gacina. Alles wieder offen in diesem Duell Kroatien gegen Weißrussland. Thank you.
Zurück in Paris-Bercy bei der Tischtennis-WM mit ein paar Highlights aus dem zweiten Satz zwischen Andrei Gatschina und Wladimir Samsonov. Samsonov, dreifacher Einzel-Europameister. Einmal war er im WM-Finale im Einzel. Das war schon ewig her, in den 90er Jahren. Der Teamkollege von Dmitri Ovtcharov im russischen Orenburg, der aktuelle Champions League-Sieger zum zweiten Mal in Folge. One love. Love two. Lassen Sie sich von der Körpersprache von Wladimir Samsonov nicht irritieren. Wenn Sie nicht so häufig die Stände schauen, dann könnten Sie meinen, na, das ist ja eine Schlaftablette, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Aber es hat einfach eine andere Art. Gatschina ist der deutlich extrovertiertere. Das heißt aber nicht, dass Samsonov nicht genauso zielorientiert wäre und unbedingt eine Runde weiterkommen wollte. Got it. 3-1. Gatschina, ein bisschen Glück. Egal, wer von beiden es ins Achtelfinale schafft, er hat mit Sicherheit eine Chance, das ist keine Frage. Es geht dann gegen den Japaner Matsudaira, der ja den Chinesen Ma Lin ausgeschaltet hat. Ist natürlich nicht zu unterschätzen. Aber es ist sicher besser als im Achtelfinale auf einen der vier Top-Chinesen zu treffen. Die führen ja tatsächlich mit vier Leuten die Satzliste an. Andrei Gatschinas bisher größter internationaler Erfolg war nicht im Einzel, sondern im Doppel. Er ist 2011 zusammen mit dem Portugiesen Marcos Freitas Europameister geworden. Das hat er klasse gemacht, hat da die Rückhand abgeknickt, das Handgelenk und hat dem Ball da eine ganz andere Wendung gegeben. Das war ganz entscheidend hier für den Punktgewinn. Super gespielt von Gatschina. Der ja schon eine ganze Reihe von Jahren in Deutschland auf dem Buckel hat, in Grenzau, da ist er noch relativ frisch, hat aber unter anderem auch schon in früheren Jahren in Saarbrücken gespielt und führt jetzt 6-4 im dritten. Let's 6-4. Ja, wie gesagt, das war mein Eindruck der ersten Runden. Es könnte zum ersten Mal was gehen für Andrei Gatschina gegen Wladimir Samsonov, gegen den natürlich auch die Zeit irgendwo ein bisschen spielt. Er ist 37 Jahre alt mittlerweile. Und das ist kein Alter, in dem man sich noch groß verbessern kann. Das ist eher ein Alter, in dem man froh ist, wenn man das Niveau so einigermaßen hält. Das gelingt ihm durchaus. In den vergangenen Jahren ist immer noch die
Nummer 11 der Weltrangliste. Gacina aktuell auf 41 dotiert. Also eigentlich noch ein relativ großer Unterschied. Aber rein spielerisch schlägt sich das hier nicht nieder. Six, seven. Seven all. Und Ausgleich zum 7 beide. Das ist jetzt die vorletzte Welle der Drittrundenspiele bei den Herren. Danach kommt dann noch das Quartett mit Timo Boll. Rückschlagfehler von Wladimir Samsonow. Den Ball wollte er ganz, ganz kurz halten, aber der war dann deutlich zu kurz. Und bleibt klar am Netz hängen. Oder im Netz sogar. Weit von einem Netzroller entfernt. 8, 9. Und das Timeout von der kroatischen Seite jetzt genommen. Da wird jetzt also dem Ausgang dieses dritten Satzes eine ganz, ganz hohe Bedeutung beigemessen durch diese Auszeit. Und das ist, glaube ich, auch nicht zu hoch gegriffen. Das ist eine Entscheidung, die ich durchaus nachvollziehen kann. Sie wollen unbedingt mit 2:1 Sätzen in Führung gehen. Denn trotz allem ist Gacina in dieser Partie natürlich nur ein Stück weit der Außenseiter. Nicht nur wegen der schlechteren Weltranglistenposition, sondern auch wegen des direkten Vergleichs. Er hat das halt noch nie international geschafft, gegen Samsonow zu gewinnen. Samsonov to serve, 8-9. Das hat Samsonow genial gemacht. War eine ähnliche Situation wie vorhin bei Gacina. Auch wieder Handgelenk abgeknickt, dem Ball eine ganz andere Wendung gegeben. Den Kroaten völlig überrascht. Und selbst wenn der sich dann noch hinhechtet, er kommt nicht mehr an den Ball heran. 9 Bälle. Ja, da muss die Startnummer noch mal neu befestigt werden, nachdem sich der Kroate da den Ball hinterhergeworfen hat. Alles gegeben hat und doch nichts mehr retten konnte in dem Ballwechsel. Der erste Satzball in Durchgang Nummer 3 geht an André Gacina. Er hat jetzt noch einen weiteren Aufschlag. Wenn er den durchbringt, geht er mit 2:1 in Front. Gelingt ihm nicht, gelingt ihm nicht. Mit der Rückhand bleibt er an der Netzkante hängen.
Aber macht dann wieder den nächsten Punkt. Samsonov, kaum jemand in der Weltspitze, ja eigentlich niemand, schlägt so viel mit der Rückhand auf wie er. Das ist so ein ganz besonderes Markenzeichen. Und Gacina kann auch die zweite Chance, den Satz zuzumachen, bei eigenem Aufschlag nicht nutzen. Come on, play. Jetzt die erste Möglichkeit für Wladimir Samsonov, diesen dritten Satz zu seinen Gunsten zu beenden. Und das macht im Moment den Unterschied aus. Der Weißrusse nutzt sie und ballt die Faust. Und da war der Kampfschrei auch mal ein bisschen lauter bei dem sonst so zurückhaltenden Wladimir Samsonov. Gewinnt diesen dritten Satz nach Abwehr von zwei Satzbällen mit 13 zu 11. Das ist natürlich jetzt ein psychologisch nicht unwesentlicher Vorteil. Denn er ist ja nicht nur mit 2 zu 1 in Führung gegangen, sondern er hat ja den Satz gewonnen, den sein Gegner unbedingt für sich entscheiden wollte. Das zeigte ja dieses Timeout bei 9-8, das die Kroaten genommen haben. Also das Momentum im Moment auf der Seite von Wladimir Samsonov. Time. False game. Casino to serve. Love all. Love one. Three love. Ja, und das war so ein bisschen zu befürchten, dass Andrej Gacina das erstmal mit in diesen vierten Satz nehmen würde. Diese Enttäuschung, den davor nicht gewonnen zu haben. Da muss er sich jetzt möglichst schnell wieder von lösen. Weil sonst zieht Vladi Samsonov auf und davon. Verteilt mit seinem Spiel die Bälle, das ist seine Welt, Samsonov. Und es ist auch eine Phase, in der er teilweise wirklich dann nur auf die Fehler von Gacina warten muss. Arte hat es ihm ziemlich leicht gemacht zum Auftakt dieses vierten Satzes. Jetzt erst macht er den ersten Punkt zum 1 zu 5.
Samsonov ist ja mit seiner Familie in Spanien wohnen geblieben. Im deutlich sonnigeren Spanien. Auch wenn er jetzt für einen russischen Club spielt seit einigen Jahren. Eine Zeit lang bei einem iberischen Verein unter Vertrag. Dem ging aber dann das Geld aus. Samsonov wechselte dann zwar den Verein, nicht aber den Wohnsitz. Ja, und Gacina findet immer noch nicht in dieses Match zurück. Dieser vierte Satz scheint jetzt ganz, ganz schnell am Kroaten vorbeizugehen. Und die Körpersprache ist entsprechend. Den ganz kurz Jubel, Trubel, Heiterkeit im Hintergrund übersetzen. In dieser Runde hat der Erste die Aufgabe bewältigt und den Sprung unter die letzten 16 geschafft. Es ist der junge Chinese Yan An, besiegt den in die Jahre gekommenen Griechen Kalinikos Kreanga, der vor genau 10 Jahren in derselben Halle Bronze bei der Weltmeisterschaft gewann. Deutlich in 4:1 setzen. 9:2. Ja, und wenn André Gacina nicht bald schafft, den Schalter umzulegen, in diesem Satz sicherlich nicht mehr, dann droht ihm ein ähnliches Schicksal. Dann bleibt es dabei, dass es gegen Samsonov nicht zu einem Sieg reicht. War das wirklich die spielentscheidende, die vorentscheidende Situation, dass er die Satzbälle im dritten nicht genutzt hat, der Kroate? Можно даже ловить это по прямой, раз туда же поймать. Хорошо, с таким же настроем. Давай. Ja, in diesem Satz, den wir gerade mit 11:3 an Samsonov haben gehen sehen, hat der Kroate den Weißrussen wirklich auch sehr leicht gemacht. Hoffen wir, dass Gacina jetzt wieder zurückfindet ins Match. Denn mehr Spannung tut der Sache immer gut. Ja, und ist jetzt gleich mit einer ganz anderen Körperspannung auch in diesen ersten Ballwechsel des fünften Satzes gegangen. Gute Platzierungen von Wladimir Samsonov. Vater zweier Söhne. Viktor und Ivan.
Der in seinem ganzen Leben nie Weißrussisch gelernt, witzigerweise. Weil er das Land verlassen hat damals schon als Teenager, als 15-Jähriger Richtung Deutschland, als es noch die Sowjetunion gab. Und bis auf Stippvisiten bei Besuchen der Verwandtschaft dann auch nicht wirklich in das spätere Weißrussland zurückgekehrt ist. Wobei sich die Sprachen aber auch nicht so erheblich unterscheiden. 3-2. Schade, Andrei Gatschina. Da war eine Chance da. Aber Samsonov, der macht jetzt nochmal richtig Dampf. Der will es jetzt mit einem 4-1 ins Ziel bringen. Kräfte sparen. Keine Frage. Natürlich auch mit zunehmendem Alter ein immer höheres Gut, wenn man sich Kräfte sparen kann. 3-4. Was war das für ein Ball? Den schauen wir uns mit großem Vergnügen nochmal an. Super gespielt von Samsonov, der über ein herausragendes Ballgefühl verfügt. Und das war eine tolle Reaktion von Gatschina. Es ist nicht die große Schlaghärte bei Samsonov und das ist im Endeffekt auch sein Manko. Und deshalb hat er auch wirklich selten gegen Top-Chinesen gewonnen. Immer mal wieder. Hat er aber solche Highlights gehabt. Ist noch gar nicht lange her, da hat er den Mann besiegt, der bei diesem Turnier an 1 gesetzt ist. Xuxin. Und auf eben jenen Xuxin könnte Wladimir Samsonov auch treffen, wenn er nicht nur diese, sondern auch noch die nächste Runde dann gegen den Japaner Matsudera übersteht. Und das ist nicht ganz ausgeschlossen. Six all. 6 beide. Im 5. Gatschina, klar, ist zurück jetzt im Match. Wird sich selbst in der Nachbetrachtung mit Sicherheit darüber ärgern, dass der davor so schnell, so widerstandslos wegging. Aber da kann man jetzt noch nichts mehr dran ändern. Muss jetzt versuchen, diese kleine Chance, die noch da ist, beim Schopfe zu packen. Er muss 3 Sätze in Folge gewinnen, um erstmals in das Achtelfinale eines WM-Turniers einzuziehen. Und lässt diese Chance mit der Rückhand aus, Andrei Gatschina. Ein bisschen Glück gehabt. Kämpft darum, im Geschäft zu bleiben gegen Samsonov. Erstmal auf 2-3 verkürzen. Als dann sieht die Welt ja erstmal schon mal ein bisschen anders aus. Und er hat jetzt die 9-7 Führung.
Ach, und lässt diese Riesenchance mit der Vorhand aus. Es wären drei Satzbälle am Stück gewesen. Und Samsonov gleicht aus zum 9:9. So schnell kann es gehen. Es wären 10-7 gewesen, drei Satzbälle in der Reihe. Und jetzt steht es plötzlich wieder ausgeglichen. Und Andrei Gatchina, er kann seine Chancen jetzt in der Endphase dieses Satzes nicht mehr konsequent genug nutzen. Wladimir Samsonov wird nach diesem Fehler des Kroaten der erste Matchball beschert. Ein Match der vergebenen Chancen. Das ist die Headline zur Geschichte von Andrei Gatchina in diesem Drittrunden. Spiel gegen Wladimir Samsonov. Der Weißrusse zieht durch ein 4:1 über den Kroaten ins Achtelfinale von Paris ein und wird dort morgen auf Malin-Bezwinger Kenta Matsudaira aus Japan treffen. Und Sie dürfen sich freuen, denn es geht gleich weiter mit dem dritten Deutschen, der es ins Achtelfinale schaffen möchte. Timo Boll gegen den Schweden Jens Lundqvist. Wir machen vorher noch eine kurze Pause und sind dann zurück im Palais Omnisport.